Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Yo, meine Flüte und auch heute Land, Ratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris in den unendlichen Weiten. Im Krieg, wie immer. Das unerforschte Krieg. Ja, bitte weiter, Valvo. Servus und hallo. So, und bei mir geht es diesmal etwas spannender zur Sache als in der vergangenen Folge. Was? Offenbar. So. Yay, wir sind nicht mehr Pause. Yay, es passiert was. Pixelbewegungen. Wann haben wir angefangen eigentlich? In welchem Jahr? 2200. Okay. Glaube ich. Ja, 150 Jahre schon. Jubiläum. Gott, ich repariere gerade, oder lasse gerade meine Schiffe aufwerten, dass sie dann alle einen fortschrittlichen Antrieb haben. Und dann ein Nachbrenner, was glaube ich nochmal den Schaden erhöht, oder die Feuerrate. Was soll ich denn jetzt sagen? Welchen Warband hast du eigentlich mittlerweile schon? Der Dreier. Glaube ich, ist es. Also echt langsam zu nice, wenn ich mal langsam auch auf diese Techniken stoßen würde. Weg von diesem komischen Gehübel hier. Gehübel? Die nervt ja auf Daryl. Glaubst du, dass ich meinen einen Forschungsplaneten hier wieder finde? Das ist so unglaublich. Ja, hast du letztes Mal schon gesucht, oder? Wie sonst was? Keine Ahnung, ich finde das Ding einfach auf Teufel komm raus nicht wieder. Ships upgraded. Ships upgraded. Sehr schön, sehr brav. Und das eine braucht noch. Schnelle Maden! Darauf werden sie garantiert reagieren. Dieses Geld. Und ganz viele Rivalen entstehen da oben. Sie mahnten Pact of Congram. Haben die nicht gerade noch irgendwie. Achso. Ach ja. Mit denen? Mit den. Wie heißen die immer noch? Sie die Manten? Die mögen sie, okay. Nee, die mögen sie nicht. Die anderen mögen sie, die Chapris, warum auch immer. Versteh einer die KI. Versteh doch einer die KI. Den kleinsten Pimpf mögen sie. Ey, das kann doch nicht sein, so was in dieser Planetensee. Brauche mehr Einfluss. Ich möchte kolonisieren, bitte. Gib mir 3 Einfluss. Gib mir Einfluss. Gib mir euren Einfluss. Schrien die Klärwerke. Einflüsse aller Welt vereinigt euch, ja. Wann agieren die Sektoren eigenständig? Also wann bauen die ihre eigenen Schiffchen und so weiter? Ist das Schiffchen? Ich glaube gar nicht. Konstruktionsschiffe und sowas? Hast du nicht mal gemeint, dass die sowas bauen? Ja, Konstruktionsschiffe bauen sie, aber irgendwie irgendwann, oder? Wenn sie sich gerade freut. Der eine Sektor hier bei mir hat schon 2, frag mich nicht warum. Warte mal. Achso, die sind hier sogar hin und her gewandert. Die könnten doch echt einmal anfangen, da oben herum zu bauen. Wieso macht das denn keiner? Deppen. Also sie bauen auch nur innerhalb ihres Sektors. Ja, das wäre ja auch in Ordnung. Aber da oben, weißt du, dieses neu gegründete, was ich da oben hab? Ja, deine neuen Welten hier oben. Genau, da baut irgendwie überhaupt keiner was im Sektor. Und da gibt's so viel. Es kann natürlich sein, dass die Sektoren keine Ressourcen haben. Wenn du dir natürlich die ganzen Mittel abschröpfst, dann haben die natürlich nichts im Lager. So ein Konstruktionsschiff kann man sich doch wohl leisten. Sollte man meinen.
Mal alles wieder selber machen. Alles muss man selber machen. Nicht mal. Ist der hier? Auch nicht. Andak. Andak. Okay, passt. Was brauche ich als nächstes? Mintaka. Mintaka! Wo war das? Pikachu! Kann ich hier irgendwo einsehen? Hä? Hier, da ist auch Tarok. Schieß mich tot. Was ist das denn jetzt schon wieder, ey? Ich glaube, es hackt, oder was? Die ist hockt, wa? Die ist eigentlich auch noch. Ja, mal eine Beobachtungsstation, bitte. Danke. Nope. Erkundungsgeschwindigkeit plus 15 und automatische Erkundung. Aha. Aha. Protonentorpedos, Ionendisruptor. Ich hab ihn gefunden, ich werde narisch. Ah, du wirst narisch? Ding denn? Die Hamo. Ach, da unten. Was hat er denn? Okay, dann sucht so viel zu Forschungsunterstützung. Dann kannst du auch hier forschen. Nö, hier will ich nicht. Ich mach den Keks. Mach jetzt, ja. Muss man euch wieder auf die Sprünge helfen, da. Euch Sektoren-Heinis. Das nervt wach. Jo, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das war's dann auch hier. Und einen neuen General wollte ich eigentlich mal irgendwann einstellen. Wo Ewigkeiten? Ewigkeiten. General, was haben wir denn da? Waffenreichweite, Sensorreichweite, Geschwindigkeit, Unterhaltskosten für Schiffe. Aha. Ha. Gott, wenn die alle nicht so alt wären. 45, der verreckt doch bald wieder. Wenn die alle nicht so alt wären. Construction complete. 45 Jahre. Ich glaube, es hakt. Colony established. 8 von 5. Hilfe! Ships upgraded. Oh, hab ich irgendwie kennengelernt? United Genogian Mandate. Gesundheit. Wo auch immer die jetzt wieder sind. Ach, da mittendrin. Ah, die sehen aus wie du. Nee, nicht ganz. Hey. Hey, das nehme ich persönlich. Ja. Sie haben deine Nase. Oh.
aber meine Augen. Wo sind die denn? Ach komm, meine Augen sind niedlich, diese riesigen Klubstinger. Hat da, eingebettet in den Fex Kanga, na sehr schön. Oder Pokaschera sogar. Ja, die müssen sie ja wissen. Schließen uns gleich die Grenzen. Als würde ich da jemals runter wollen, weißt du? Nie im Leben. So never ever. Never ever ever ever. Construction complete. So, kannst du noch irgendwas machen hier? Dies ist Horn schon ausgebaut, okay, dies ist gut. Dies ist ausgebaut. Hier oben ist noch was. Boah, ist schon rot. Jo, klar. Anders kannst du nicht, ne? War ja klar. Bis. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, nicht uns den Krieg erklärt. Sobald ich da oben nur rufe, muss man erst mal Blick oben und dann nach unten rechts. Ist also, Valvo, was hast du gemacht? Gar nichts. Ausnahmsweise gar nichts. Entschuldig. Kommt selten vor, aber ausnahmsweise. Gilprim nochmal da. Ah hier. Ja, wo war dies nochmal? Da hab ich glaube ich schon was, oder? Abbrechen. Stopp. Scotty, schub zurück. Gibt das war nochmal ganz knapp. Gibt, mir ist die Kaffeetasse wieder durcheinander geflogen. Check off! Friedensangebot, ach. Ach komm, wieso denn, hä? Huh? Achso. Adek Shard mit Pact of Congram. Die haben nichts gemacht! Das ist so gemein, wenn das gefallene Reich mir den Krieg erklärt, sieht's immer anders aus. Beschiss. Einziger Beschiss. Ich habe sogar das Gefühl, seitdem der Krieg Pact of Congress gegen gefallenes Reich ist, ist Pact noch größer geworden. Ja, das hat denen so gar nichts gekostet. Aber wie ist es bei dir? Da kommt gleich 700k oder so. 700k wäre noch schön. Okay, ist auch schon viel. Was ist denn hier? Oh Gott sei Dank sind sie da durchgeflogen? Nee. Kann man eigentlich, ist das irgendwie möglich? Vielleicht mal die Frage an die Zuschauer. Okay, das wird jetzt ewig dauern, bis die Antwort kommt. Im Mai dann, wir haben es jetzt gerade Februar. Wir haben jetzt den 2. Februar, Freunde. Jetzt rechnen wir zurück, wie weit wir vorproduziert haben. Aber fragen wir die Frage. Neue Waffe! Ich glaub, die, Achtung, was ist der Nachfolger der Megakanone? Die Ultrakanone. Die Gigakanone. Okay, ja. Hätte ich mir denken können. Dann kommt die Terrakanone oder was? Ich hab keine Ahnung, die nehmen wir. So. Also wenn die Antwort kommt, Anno, dann glaube ich, sind wir schon Staub. Schon Weltraumstaub. Dann hat uns schon irgendwer voll weggefegt. Wahrscheinlich. Aber stell mal die Frage. Ob man irgendwo einstellen kann, dass Schiffe nicht, auch wenn die Route irgendwie berechnet wird, also wenn man irgendwo hinfliegen will, dass sie nicht durch einen bestimmten Sektor fliegen, weil da eben halt eine ultimative Super-Alien-Viech ist. Ja, stimmt. Wäre praktisch. Weil ich habe jedes Mal Angst, dass sie hier durch diesen komischen Stellariten. Mach mal Pause, Arne. Ja. Wir haben. Schon wieder folgen? Nee. Nee. Aber wir haben ein Friedensangebot von Madasura. Das ist die Frage: Hatten wir irgendwelche
Kriegsforderungen? Ich glaube, ganz wenig. Demütigen, 10. Hat man? Echt? Mehr nicht. Okay. Sollen wir es annehmen? Oder? Machen sie aber gar nicht. Wenn ich draufklicke, dann ist es minus 1000. Aber ich bin gerade mit meiner Flotte dahin unterwegs und wollte noch ein bisschen platten. Achso, okay. Ja, dann lehne ich's ab. Oder... Nee. Jetzt ist zu spät. Zack, tot. Ich schrau nicht ein. Wenn die schon unterwegs ist, die Flotte? Dann nicht. Die ist schon mal dort. Das ist ja, echt? Wenn man schon mal dabei ist. Okay. Mir ist der Sektor nochmal. Gott, ich hasse Sektoren, habe ich das schon mal gesagt. Ich glaube, heute noch nie. Das ist der Siagawa. Siagawa. Gesundheit. Danke. Das hier und das hier dazu. Genau, sehr brav. Sehr brav. Der Sektor blüht und gedeiht. Oder so. Sollte er zumindest. Blühende Wiesen. Sollte er zumindest. Skipition, genau, das war die Geschichte. Choknoa ist das Neue? Was ich den Erdlingen abspenstig gemacht habe. Chuck Norris. Dann brauchen wir den Außenposten da nicht mehr. Weg mit dir. Danke für deine Dienste. Lieber Außenposten. Danke, aber geh. Danke, aber ich brauch dich nicht mehr. Galaktik Ozkotz, ja, Zimmer 1. Wo auch immer dieses Ozkotz liegt. Ozkotz. Irgendwo unten, oder? Unten links. Ne, das ist Rondor. Daneben? Garantie widerrufen eine Minute danach. Die haben sich, glaube ich, verklickt, oder? Lol. Schön. Auch geil, oder? Verarscht. Nee. Doch nicht. Na, wenn es ihm einen Wissenschaftler entführt. Okay. Was? Entführt? Ja, das ist so eine... Keine Ahnung, was das ist. Ein Ereignis oder was? Ja, also so eine... Forschungsdingens da. Ja, Situationsprotokoll, genau das. Ah, okay. Also ich glaube halb so wild. Hoffe ich mal. Tauchen drüben. Construction complete. Irgendwer von euch darf uns Kolonieschiffe bauen. Yay! So, wer macht das? Wer meldet sich freiwillig? Auf zu neuen Welten, unbekannten Zivilisationen. Kolonieschiff. Wie viel brauche ich noch? 2 habe ich mal aufgeschrieben. Wo noch keine Baumwurzel zuvor gewesen ist. Mindestens. Okay. Das Gespenst ist unterwegs. Das Gespenst. Ja. Heute berichteten selbst Amateur-Astronomen, die den Himmel von Esquirk beobachtet Gesundheit. Hatten von einem spektakulären Lichtereignis. Sehr ich hab interessant. Das gesehen. Ja. Bei Nesquik. Wo ist das denn? Isw? Wie schaut man denn das, Otter? Ach guck mal, die Odds kurz machen wir die Unabhängigkeitsgarantie für Pact auf. Schon wieder? Ach, lass doch nicht verarschen, oh, Pact auf. Oh, warte, ich hab schon wieder... Oh Gott, jetzt langsam gehen mir echt die Planeten aus. Also ich sehe hier irgendwie nichts Besonderes. Aber kann mich auch täuschen. Ein
ein Gespenst ist gesichtet worden, das ist dieses Dingens, weißt du, du hast das auch mal gesehen. Das Viech, ah, was da mit den Tentakeln herumfliegt und was einmal dein Forschungsschiff, glaube ich, in der 0, nichts platt gemacht hat. Oh, das, ja. Ja. Das ist nicht so nett. Ich glaube, das ist gerade gesichtet worden bei mir in ESW irgendwas, dass du es auf der Suche eingibst. Je. Ist auch in der Nähe von dir. Moment, was? Was willst du mit mir handeln? Gar nix. Hä? Was ist das denn? Pitranischer Staub? Wieso, was willst du mit meinem pitranischen Staub? Erstarre zu pitranischen Staub! Oder pitaranisch. Was willst du damit? Ich oder was? Ja, das ist doch von dir das Angriff. Ah, nee, das sind die Menschen, die sehen nur wieder aus wie du. Was willst du von mir, Alter? Die Menschen sehen schon wieder aus wie ich? Oh Gott, ey. Die haben doch letztes Mal noch ausgeschaut wie Schnecken. Die wissen auch nicht mehr, was sie wollen, die Menschen. Die Menschen, die Menschen. Und steigst ihnen ein auf das Angebot oder eher nicht? Nö, ich hab abgelehnt. Nö, da scheiß ich drauf. Ich meine. Also spätestens seit Civ 6 weiß ich, dass es irgendwie nichts bringt, mit der Kiki zu handeln, weil sie wendet jetzt irgendwann gegen dich an. Ja, du wisst ihr noch, das und das, was ihr mal gehandelt habt mit mir, das hat mir geholfen, die Megakanone zu bauen. Danke. Hast du mir das geschickt? Ich dir? Nein. Okay. Wenn, dann sieht nur wieder jemand aus wie ich. Transmission. Friedensangebot, ach so, ne, genau. Machen wir nicht, oder? Mit der Malasura. Nö. Ablehnen. Aber wir haben immer noch denselben Kriegsstand. Anno. Ja. Ich arbeite dran. Alles dran, okay. Ich traue mich halt gerade irgendwie noch nicht mit meiner Flotte da reinzufliegen. Was? Was haben denn die? Die haben 11 Schlachtschiffe. Was habe ich eigentlich? Was setzen die eigentlich? Die fliegen mit einem Forschungsschiff da herum. Bei mir. Süß. Oh, ich habe 21 Schlachtschiffe. Ja, doch, da kommen wir da gar nicht hin. Dann traue ich mich. Schlachtklasse, genau. Dann nehmen wir noch diese Kreuzer. Die neuen Kreuzer. Und Dag mit Dag. Oh, warte mal, was ist das denn? Komet gesichtet? Achso. Ich kann einfach nur bestätigt machen. In Ordnung. In Ordnung. Sein Vorbeiflug verlief ereignislos, okay. Berühmte letzte Worte. Ach, guck mal, seine 20K-Flotte haut ab! Und dafür nimmt seine 63, seine ganzen Truppenverbände werden draufgehen. Jo, das ist nett. Jo, das kann so weitergehen. Go, go, Anno. Vielleicht kommst du ins Radio. Das war so ein Song bei uns. Go, Kali, go. Vielleicht kommst du ins Radio. Ach, österreichische Songs. Immer wieder zum Fremdschämen. Okay. So, da bauen wir noch Forschungsdinge. Dinge. Ach, nö. Zum Wohl? Klang, als würdest du niesen wollen. Nee. Okay. Jetzt. Oh Gott, oh Mann. Ich war nicht hier. So, schau da jetzt mal rauf hier. 4%, so gefällt mir das schon besser. Antigoni garantiert die Unabhängigkeit vom Mensch jetzt nicht mehr. Vielleicht, weil die alle 3 Tage irgendwie anders ausschauen. Der
Ne, ist doch nicht zu trauen. Das Reich muss eigentlich voll zersplittert sein von internen Machtkämpfen, theoretisch. Die Menschen. Wahrscheinlich. Die dummen Menschen. Die sind so dumm. So. Construction complete. Die Energie langt dafür. Tatsache. Ich will ja nichts verschreien, aber es ist so schön ruhig gerade. Bam! Gott, ist das angenehm. Eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf den Krieg. Es ist viel Wir zu ruhig. Wir sind in einem Krieg. Also du kannst, wenn du willst, tob dich aus. Das ist ganz dir. Tob dich aus. Hätte eher Bock gehabt, da den Sedimanten mal wegzuficken. Ach, Madasura. Situation Log update. Reicht euch nicht schon der Krieg? Wollt ihr noch eine Rivalität zu mir haben? Nein, nein, nein. Bin nicht zufrieden. Nein, nein, nein. Jetzt haust du schon wieder ab. Hat Fähigkeit 5 oder besser? Incoming Transmission. Okay, ein Wissenschaftler mit Fähigkeit 5. Okay. Kannst mal sehen. Ja, den hätte ich gern. Nur so einen putzigen Vierer. Na gut. Müssen wir ein anderes Mal machen. Hoffentlich überlebt er noch, bis der Stufe 5 ist. Scheint nicht. Schauen wir mal, ob es neue Anführer gibt. Waffenreichweite, Unterhaltskost. Oh, der ist 31. Hui. Der ist richtig schön knackig. Schlachtschiffwerft, das ist glaube ich nicht schlecht. Kernsektorsysteme plus 1 in 63 Monaten, na, das dauert noch ewig. Ich hätte auf kurz oder lang wieder Bock, den Zuckerkahn den Krieg zu erklären. Oder mal zum ersten Mal. Die waren ja schon ein paar Mal mit dabei, aber die waren noch nie wirklich mittendrin. Den habe ich noch nie den Krieg erklärt. Ja, also sobald wir hier durch sind, gerne. Hier ist immer was Kleines. Mit dem werde ich eh, glaube ich, auch allein fertig mit dem Zuckerkahn. So, lass mich mal gucken, nicht, dass da wieder irgendwas hintersteckt. Ach! Die sind aber mit der Boca Scheran und mit der Rontos in einer Position, ne? Nee. Assoziationsstatus. Die wollen nur gerne. Aber die haben so ein kleines Furz her, dass die beiden sagen, nee, never. Okay. Die sind nur mit den... sind mit Karabna. Karabna und die Karabna ist... Die Marie. Die Marie. Theoretisch könnte ich sogar deinen den Krieg erklären. Weil ich möchte von den Zuckerkahn eigentlich nur die Außenposten zerstören. Also wenn du irgendwas ja brauchst... Wieder aufbauen. Nicht, wenn ich mich daher siedel. Achso. Also wenn du was brauchst zum Beispiel, dann können wir das machen. Von den Karabna. Also Karabna will ich über früh oder lang eh komplett von der Karte weg haben. Ja, oder so. Oder so. Dies ist ja mal einfach. Was setzen ihr Süßes? Ein Ruby Swarm. Süß. Ein Ruby Swarm. Wie ist denn der Ruby Swarm? Ob der beißt. Das ist wohl das Liebs. Ob der beißt.
Der hält sich. Frechheit. Ja, ich. Liebe Spiel, schock mich doch nicht so. Okay, das ist gemein, Spielchen. Schock doch den Arno nicht. So, das war's mal mit dem ersten. Vorschubschiff, sause darauf. Go, go, Forschungsschiff. Hostile fleet engaged. Planet kolonisieren. So, wo lasse ich mich denn da nieder? Nur das klingt nett. Ui, ui, das klingt wirklich nett. Drei Nahrung auf einem Feld? Erlebt man auch selten. Ja. Construction complete. Definitiv. Boah. Drei zum Preis von einem. Incoming Transmission. Incoming Transmission. Ach, könnt ihr vergessen, Madasura. Ich lehne euch schon automatisch ab, oder? Passt eh. Oder, Arno? Ja, klar. Müsste ich mal so einen Anrufbeantworter einstellen. Apropos Folgenende. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wollen Sie, drücken Sie A, wenn Sie Krieg erklären wollen, B, wenn Sie uns denunzieren möchten, C, wenn Sie uns was schenken wollen. Ihr Anruf ist uns wichtig. Die Premium-Hotline für zwei Anrufe im Quartal. Zwei Anrufe alle 100 Jahre. Unter dieser Nummer können Sie anrufen. Anruf, wir kümmern Antwort. Uns nicht darum. Lalala. Jo, Freunde, mal wieder mit Überlänge, 32, 33 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Hummel, Hummel, Moss, Moss. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Schalt auch beim nächsten Mal wieder an. Oh Gott! Pause! Was? Wie, was? Meine Elf, da, Elf-K-Flotte kriegt schon wieder einen Sack. Das gibt's ja nicht. Wo bist denn du? Bei Jatta Ramus. Was ist bei meinem neuen Gebilde da oben? Schreibt sich das mal doof gefragt. Y? Nee, mit J. Ja. Also Jakob, Anton, Theodor, Anton. Da hat er es. So. Der hat noch eine 20k-Flotte, Anno. Damit hat man nicht gewettet. Kannst du ihn da oben... Was kann ich? Beschäftigen? Hinhalten, bis ich da bin. Jo, na klar. Du schenkst mir da ein paar Mineralien, ne? Wieso komme ich da nicht hin? Hallo, Flotte? Soll ich ihn vielleicht wohin locken? Ja, lock ihn mal im Kreis. Flieg ewig im Kreis. Genau. Geht ja. Leider nicht. Ja, hat mich schon anvisiert. Was macht der denn da? Der stört da hier. Da ist überhaupt nichts von dir. Das wundert mich auch, was er da überhaupt will. Da war ja ich mit meiner Flotte, weil ich diese kleinen Dinge da platt gemacht habe, diese Schwärme. Der hat sich gedacht, ah, 11k-Armee, mit der nehme ich es locker auf. Und er hat auch recht, aber der darf doch nicht sein. Der darf doch nicht sein. Wo bist du mit deiner Flotte? Weit entfernt? Bin bei ihm halt drin, wenn du das siehst, bei meinem grünen Fleck eins da drüber im Trambodon. Ach hier, die 25k. Hm, okay. Und das dauert wahrscheinlich ewig, oder? Bis du dort bist. Oder geht gar nicht? Da kann ich sie gar nicht wegbewegen, weil sie gerade eine Station angreifen. Aber dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bis dahin bin ich vernichtet. Ich bringe du weg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Sprünge. Ja, das geht locker.
Halt durch! Fertig! Zumindest bis zur nächsten Folge, denn dann sehen wir uns erst wieder, Freunde. Macht's gut und Pummelhuhn was Maß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn man mal auf dich hört. Ja, ich hab den Krieg im Griff. Das Gewimmer. Der hat keine Chance. Der haut immer ab, wenn ich hier rumfliege. Der fliegt immer zu mir. Gemein. Bin immer gerade am Flotte aufbauen. Und dann geht's schon wieder bergab. Ja. Ja, sei froh, so Spaß hat die teuren Upgrade-Kosten für die Schiffe, indem man die neueste Version braucht. Ja. Nächste Mineralien gehen auf dich.